Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Edna bricht aus. Ja, wir sind hier. Und ich würde sagen, wir schauen uns hier erstmal alles an. Rüstzeug im Kampf gegen die Antriebslosigkeit. Wow. Oh, nimmt sie sogar mit. Nice. Mr. Startkabel, Energie. Wow. Lieber nicht. Harvey steht auch so schon unter Strom. Hackety, kuckety, mackety, muckety. Der Poloschläger funktioniert ganz ohne Strom. Nein. Umweltfreundlich und menschenfeindlich. Die perfekte Waffe. So ein Strom-Poloschläger war eigentlich auch ganz nice, ich muss ich sagen. Die Pole markieren. Nur, welcher ist welcher? Egal, 50-50 ist eine bessere Chance als beim Roulette. Warte. Hat man beim Roulette nicht auch 50-50, schwarz oder rot? In diesem Bild ist das Honkmobil stehen geblieben. Nein! Captain Unbrauchbar lässt nützlich Boy schieben. Ui. Das ist unlucky. Noch hat das Startkabel kein Verbrechen begangen. Aber ich behalte es im Auge. Man weiß nie, ne, was noch kommen wird. Hey, du könntest das Stromkabel benutzen, um das Telefon zu reparieren. Was genau bewegt dich zu dieser Annahme? Naja. Sieh es ein, du bist der sogenannten Adventure-Logik auf den Leim gegangen. Nein, ich schaffe es nicht. Das Kabel ist zu stark, um es durchzuschneiden. Schade. Strom steht nicht auf der Karte. Aber dieser Stinkdrink schmeckte schon ein wenig nach Batteriesäure. Ich bezweifle allerdings, dass es ausreicht, um ein Auto zu betreiben. Der elektrische Strohhalm. Jetzt auch mit Rückwärtsgang. What? Alles klar. Abgemacht. Wenn der Wagen endlich läuft, suche ich mir eine Kleiderstange. Okay. Ich lasse das Kabel lieber heil. Nein. Ich habe so eine Ahnung, dass es noch eine Rolle bei unserer Flucht spielen wird. Ja, gut. Dieses Startkabel kann Sachen zum Laufen bringen. Aber will ich eine laufende Gabel? Joa. Man weiß nie, wann man die gebrauchen kann, so. Es lebt. Ich habe Leben erschaffen. Erhebe dich, Topflappenstein. Es ist nur ein Topflappen mit Startkabel, Edna. Aber er bewegt sich. Du bewegst ihn mit deinen Händen. Aber jetzt ist es Topflappenstein. Ja, jetzt ist es Topflappenstein. Alles klar. Besser als Senf. Energy Senf. Bald in ihrem Handel. Besser als Ketchup. Energy Ketchup. Der Konkurrent zu Senf. Energy Senf, so. Fußnägel, die vergessenen Energiespeicher des Körpers. Aber ich bezweifle, dass sie mit einer Autobatterie konkurrieren können. Weiß man nicht. Nope, da fließt kein Strom in diesem Schlüssel. Nope, da fließt kein Strom in diesem Schlüssel. Oh. Leitfähig, leitgewohnt, leider trotzdem keine gute Idee. So richtig viel Energie habe ich aus der Gruppentherapie jetzt nicht gewonnen. Die Elektroschocks waren da schon besser. Ja, egal. Der sieht nützlich aus. Kommunikation mit einem Schraubenschlüssel. Bordeaux Metallic. Ihr unnützen Lackaffen. Oh, das ist jetzt beleidigt. Ja, das ist jetzt gemein, meine ich. Jetzt sind sie beleidigt. So. Die sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Och, Edna. Bordeaux Metallic. Achso, Lackdosen hatten wir eben schon, genau. Okay, dann würde ich sagen... Die Schraube gehört genauso locker, wie sie ist. Und sie ist super locker. Super locker. Der Poloschläger ist nicht geschraubt, sondern geleimt. Das ist ein Wegwerfstift. Der hat keinen Austauschmotor. Okay. In diesem Bild bekommt Captain Unbrauchbar eine weitere Superfähigkeit. Ui. Er kann jetzt Schrauben auch im Uhrzeigersinn aufdrehen. Wow.
Es gibt eine Zeit, da muss man die Schrauben des Gesetzes wieder anziehen. Diese Zeit hat auch einen Namen. Ich nenne sie Spät. Alles klar. Auch damit bleibt dieses Telefon irreparabel. Keine Chance. Daran beißt sich die Schere nur die Zähne aus. Der Schraubenschlüssel steht nicht auf der Karte. Ich habe trotzdem einen bekommen. Schade, keine Schrauben. Ich hätte zu gern gesehen, wie die Technik im Inneren aussieht. Ja, ich weiß, was du meinst. So einen Kleiderbügel hatte ich auch mal. Okay. In einem Schweizer Taschenmesser hätte ich all diese Funktionen in einem. Aber wenn du nur das eine Inventarobjekt hättest, womit würdest du dir dann die Zeit totschlagen? Stimmt eigentlich. Seltsam. Da sind gar keine Schrauben an der Gabel zu sehen. Wie bekomme ich sie nur auf, wenn die Batterie alle ist? Das ist eine gute Frage. Der aufschraubbare Topflappen muss erst noch erfunden werden. Genau wie der beheizte Schraubenschlüssel. Oh, das wäre cool. So ein beheizter Schraubenschlüssel? Das ist keine Tube mit Schraubverschluss. Wäre schon geil. Das ist kein... Ich bevorzuge den Schraubenzieher aus Eigenanbau. Hey, das ist ja ein Ding. Was? Beide enden auf Schlüssel. Trotztausend. Wow. Hey, was? Beide... Potztausend. Nicht mal die Henkel vom Topf lassen sich abschrauben. Es ist wirklich zum Heulen. Ja, bin Jetzt ich auch. Übertreib mal nicht. Es ist doch nur... Nein. Es ist eine Katastrophe. Armageddon. Armageddon. Man sagt, körperliche Anstrengung sei gut für die Psyche. Komisch, dass das immer Leute sagen, die in einem bequemen Ohrensessel sitzen. Wie bekomme ich die jetzt auf? Ach, schade. Immer dasselbe. Wie komme ich da nun wieder rein? Ich habe eine Idee. Ich werde diese Tür zerschlagen. Ich werde... Tu es nicht. Es gibt immer eine kompliziertere Lösung. Oh. Du hast recht. Sowas lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen. Und nun? Als ob. Ich kann nicht fahren. Ich sollte mir Hilfe holen. Ah, wir brauchen noch einen Reifen. Okay. Ja, gut. Ich hatte einfach gehofft, dass es dem Spieler genauso viel Spaß machen würde, Dr. Marcells Limousine zu zerstören wie mir. Ich erinnere mich noch, dass ich während des Zeichnens so richtig in einen Wahn geraten bin, halt irgendwie da noch eine Beule in die Seitentür zu klopfen und noch einen Scheinwerfer zu zertrümmern. Ja, das war schon befreiend. Außerdem gefällt mir die Figur des Chauffeurs sehr gut, der halt nur zwei kurze Auftritte hat oder drei, aber gar nicht in diesem Bild, sondern in der Eingangshalle steht er ja in diesem Spielteil ganz alleine rum und fühlt sich unbeobachtet und singt dann Don't Cry For Me Argentina. Das fand ich immer so rührend, dass er halt irgendwie, wenn er alleine ist, Don't Cry For Me Argentina singt. Das ist eine meiner Lieblingsstellen, weil es so autobiografisch ist. Fertig. Oh. Einfach weiter kaputt machen. Schere dürfte noch gehen. Hat aber nicht wirklich was gebracht, oder? Einfach weiter demolieren.
Die Furchen scheinen mir... Nein! Oh oh. Hoffentlich hat das keine negativen Auswirkungen auf unsere Flucht. Oh, warte mal. Ups. Oh oh. Dann machen wir es mal. Nein, versuch was anderes. Das ist nicht destruktiv genug. Okay. Nein, versuch. Oh. Oh oh. Er hat irgendwas mit den Scheinwerfern gesagt. Kann ich die Scheinwerfer auch? Ah! Sind schon gemein, ne? Sind schon gemein. Geht das bei dem anderen Scheinwerfer auch? Oh, oh, oh. Ja! Nice! Wer war das? Wupp, wupp! Jetzt haben wir hier noch das Dach, aber ich glaube, es gibt nur hier Scheinwerfer. Hier kann ich mit dem Kugelschreiber über den Scheinwerfer noch was machen. Mal gucken. Nein, versuch was. Oh, okay, dann nicht. Hm, starrt mich das auf. Was? Hm, ich sollte was anderes ausprobieren. Das Messer richtet zu wenig Schaden an. Oh. Okay, können wir den Reifen abschrauben? Wenn ich ganz vorsichtig bin, dann schaffe ich es vielleicht, ohne die Alarmanlage auszulösen. Hat wirklich funktioniert, was? Okay. Haupteingang. Limousine hinters Haus. Gehen wir mal hinters Haus. Haupttor. Oh. Gehen wir mal zum Haupttor. Ah, für die Tür zum Wachturm hatte ich eigentlich nochmal ein Rätsel konzipiert, das ich schließlich weggelassen habe, weil die Hotspots einfach unmöglich waren. Es war viel zu klein. Aber tatsächlich konnte man das Kaugummi von Ruti oder Moti zerkauen lassen. Also das Kaugummi, mit dem man die Autoalarmanlage auslöst. Und dann sollte man das hier ins Türschloss kleben, damit die Tür offen bleibt, nachdem einem der Wächter halt immer wieder rausscheucht. Das habe ich schließlich weggelassen. Schade eigentlich, die Idee war gut. Ja, finde ich auch. Und ich glaube, jetzt ist das die Tatsache, dass man das Kaugummi aufnehmen kann, vollkommen sinnlos. Außer natürlich, dass man es überall rückwirkend wieder hinkleben kann. Tja, bescheuert. Also wenn wir ein Kaugummi finden, ist es unnötig, alles klar. Schon mal gut zu wissen. Ja, dieser Screen war interessant zu scripten. Erstmal wegen der Treppenanimation, dann weil halt ein Nebencharakter eben die ganze Treppe an ihr vorbei runterlaufen können musste und man kann sich halt irgendwo verstecken und dann muss er sie finden können und so weiter. Diese Spezialanimation von Edna, wie sie sich im Schrank versteckt, die halt nur aus einem einzigen Frame besteht. Also sie kann auch hinter die Treppe laufen und außerdem die Treppe hoch. Da waren ganz schön viele Tücken in diesem Screen. Ich habe aber trotzdem viele nette Erinnerungen daran. Also erstmal das fröhliche Hihi, wenn sich Edna in dem Schrank versteckt. War für mich immer so der Inbegriff von Grundfröhlichkeit, wenn sie in brenzligen Situationen ist, dass sie trotzdem halt mit der Situation spielt. Außerdem ist in diesem Screen natürlich meine Lieblingsreaktion mit dem Captain Unbrauchbar Comic, und zwar bei den Altölfässern. In diesem Bild sieht man, wie Captain Unbrauchbar sein Altöl ins Meer schüttet. Wahrscheinlich hat er nicht bemerkt, dass er dabei gezeichnet wird, okay, oder so. Okay. Ich hab nichts Schön. Zugehört. Ich hab nichts gehört. Hier bewahrt Dr. Marcel seine schiefgegangenen Genexperimente auf. Bist du sicher? Nein, aber es liegt doch nahe, oder? Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Nein. Hallo? Ist jemand da drin? Vielleicht sind die Tentakelwesen, die dort wohnen, gerade zum Bäcker. Das kann sein. Harvey ist noch gut in Schuss. Ich werde den Teufel tun, ihn zu entsorgen. Moment, benutzen. Kein gutes Versteck. Warum nicht? Lass uns ein Loch in die Fässer schlagen. Ach, Harvey, denk an die vielen unschuldigen Grundwasseramöben.
Ich mag Grundwasseramöben. Ich denke den ganzen Tag an sie. Das heißt ja nicht, dass ich sie gleich heiraten muss. Ja, ist aber auch nicht, dass du sie töten darfst. Edna. In diesem Bild schüttet Captain Unbrauchbar sein Altöl ins Meer. Er hat anscheinend nicht gemerkt, dass er dabei gezeichnet wird. Das verstößt garantiert gegen die Umweltbestimmungen. Auf der anderen Seite, meine Fußnägel tun das sicher auch. Ich sollte in diesem Fall lieber den Ball flach halten. Ich kenne die Nummer der Umweltaufsichtsbehörde nicht. Außerdem rufe ich da nicht mehr an. Nicht seit diesem Zwischenfall. Seit welchem Zwischenfall? Lass uns ein Loch in die Fässer schlagen. Ach, ich möchte was. Das könnte die geheime Zutat für den Stinktrink sein. Möglich. Schmeckt nach den Pommes aus der Kantine. Oh. Darin nach Fischen zu angeln ist vergebene Liebesmüh. Weißt du nicht? Lass uns ein Loch in. Ach, ich möchte was. Lass uns ein. Ach, oh. Ich möchte was. Nein, der ist schmutzig genug. Schmutzig genug? Schmutzig genug? Jetzt zufrieden? Noch lange nicht. Aber es ist besser. Ja, immerhin. Sauber genug. Yeah. Schön alles dreckig machen. Ui. Das macht's. Ah nee, warte, wir haben noch. Lol. Nein. Wenn ich den da reinfallen lasse, finde ich ihn nie wieder. Das ist ein Argument. Nein, wenn ich den da reinfallen lasse, finde ich ihn nie wieder. Ich fülle mir etwas ab. Und jetzt Prost. Ach, Edna. Endlich bin ich diesen Geschmack vom Stinktrink los. Ja gut, ist immerhin positiv. Nein, wenn ich was Schmutziges lesen will, hole ich mir die Bohlenbiografie. Ich habe eine Idee, Edna. Wir verbinden das Kabel mit dem Stromzähler und benutzen den Funkenflug, um das Altöl in den Fässern zu entflammen. Damit lenken wir den Wächter ab. Und dann können wir uns an ihm vorbeischleichen. Mist. Das ist nicht verrückter als alles andere, was wir heute getan haben. Oder was in anderen Spielen so als Rätsel durchgeht. Aber es geht trotzdem nicht. Pookie hat einfach nicht daran gedacht, dass der Spieler das ausprobieren könnte. Oh oh. Was? Und wie kommen wir jetzt aus dieser Nummer wieder raus? Sag einfach irgendwas Verrücktes. Was ist? Auf Kommando kann ich es nicht. Mann. Schade. Lass uns ein Loch in die Fässer stecken. Ich muss halt. Nein, der ist schmutzig genug. Schmutzig? Schmutzig genug? Was? Das Wort gibt es nicht in unserem Wortschatz, Edna. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde im Haus jemand ständig das Licht an und ausknipsen. Es wird viel zu viel... Als 21.913... 12. Harvey verbraucht... Und trotzdem läuft... Das hatten wir alles ja schon mal, ne? Mit dem anderen Stromzähler. Okay. Da müssen wir uns gleich verstecken, denke ich. Na warte! Dich krieg ich! Hey! Wo bist du hin? Yeah. Ja, eigentlich steht man, sobald man diesen Raum betritt, ja unter großem Zeitdruck. Was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum ihr jetzt auf den Entwickler-Kommentar-Knopf gedrückt habt. Ihr habt wahrscheinlich keine Angst, dass der Wächter in der Zwischenzeit, während ich jetzt rede hier, die Treppe hochkommt und euch wieder vor die Tür setzt. Nein, nein, ihr drückt erstmal auf diesen Knopf. Ja. Genau auf diese Weise sind auch die Kommentare zu dem grünen Knopf unter anderem entstanden. Selbst in diesem Raum, in dem man ja wirklich eigentlich nicht viel machen soll, außer das Kabel durchzutrennen. Oh, jetzt habe ich es verraten. Und den grünen Knopf zu drücken. Dein Ernst? Mann. Ja, selbst hier habe ich halt noch alle Item-Reaktionen geschrieben. Und total widersinnigerweise bin ich mit dem Schreiben der Reaktion immer wütender auf den potenziellen Spieler geworden, der halt
überhaupt diesen Quatsch ausprobiert und habe halt angefangen rumzumeckern und halt zu sagen, ja, warum probiert ihr das? Also durch die Blume natürlich so, auf Edna-Manier so. Ja, lass dir Zeit. Mach ruhig. Probier erstmal das mit dem Knopf aus, so nach dem Motto. Also probiert es ruhig aus, es ist lustig. Das treibt mich in den Wahnsinn, aber macht es ruhig, macht es. Ey, lass mir Zeit. Keine Zeit, Radio zu hören. Keine Zeit, rumzualbern. Keine Zeit, rumzualbern. Doch. Oh nein, er kommt. Ach, shit. Hey, da bist du ja. Wie bist du? Spiel. Alles klar. Marsch, zurück zu den anderen. Und lass dich hier nicht wieder blicken. So, aber ich muss jetzt erstmal eine Pause machen. Also ich muss den Part jetzt beenden. Leider. Ich meine, ich hätte ihn ja jetzt eh abgeschnitten. Aber naja. gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein!